Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Scientists for Future ergreifen heute anlässlich der Aktionen zum weltweiten Klimastreik und der aktuellen Diskussion zum Klimagesetz in Deutschland und den Wahlkämpfen in Österreich und der Schweiz erneut die Initiative. Wir möchten auf diesem Weg die Stellungnahme, die am 12. März 2019 in parallel in Berlin, Wien und Graz der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, für ein breiteres Publikum zugänglich machen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier sprechen, sind Teil der mehr als 26.800 Wissenschaftlerinnen, die diese Stellungnahme im Frühjahr unterzeichnet haben. Wir bekräftigen unsere Unterstützung für die Proteste von Fridays for Future. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen möchten, müssen wir in unseren Ländern und weltweit jetzt auf eine ambitionierte Klimapolitik umschwenken. Dazu müssen die Erkenntnisse der Wissenschaft als Grundlage dienen. Wir fordern die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz auf, umgehend wirksame Maßnahmen des Klimaschutzes zu ergreifen. We appreciate the support from the Scientists for Future. So listen now carefully and act. Zurzeit demonstrieren regelmäßig viele junge Menschen für Klimaschutz und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären wir auf der Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, diese Anliegen sind berechtigt und sie sind gut begründet. Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima, Arten, Wald, Meeres- und Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus. Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 verpflichtet die Staaten völkerrechtlich verbindlich, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten. Darüber hinaus haben alle Länder Anstrengungen versprochen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es kommt nun darauf an, die Nettoemissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen schnell abzusenken und weltweit spätestens zwischen den Jahren 2040 und 2050 auf 0 zu reduzieren. Eine schnellere Absenkung erhöht hierbei die Wahrscheinlichkeit, 1,5 Grad nicht zu überschreiten. Die Verbrennung von Kohle sollte bereits 2030 fast vollständig beendet sein. Die Verbrennung von Erdöl und Erdgas gleichzeitig reduziert werden, bis alle fossilen Energieträger durch klimaneutrale Energiequellen ersetzt worden sind. Unter Berücksichtigung von globaler Klimagerechtigkeit müsste der Wandel in Europa noch viel schneller erfolgen. Auch wenn Beteiligungs- und Diskussionsbedarf besteht, jetzt muss gehandelt werden. Beides schließt einander nicht aus. Es gibt schon heute viele technologische und gesellschaftliche Innovationen, die unsere Lebensgrundlagen erhalten, unser menschliches Wohlergehen verbessern können, ohne dabei unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. In allen deutschsprachigen Ländern werden beim Umbau der Bereiche Energie, Ernährung, Landwirtschaft, Ressourcennutzung und Mobilität die notwendige Größenordnung und Geschwindigkeit nicht erreicht. Deutschland wird die selbst gesteckten Klimaschutzziele für 2020 verfehlen. Und auch die Erreichung der Ziele der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie für 2030 ist hochgradig gefährdet. Zudem mangelt es weiterhin an einem wirksamen Klimaschutzgesetz. Österreich hat sich in seiner Klima- und Energiestrategie Ziele gesetzt, die dem Pariser Vertrag in keiner Weise gerecht werden. Und selbst dafür sind weder die erforderlichen Maßnahmen noch die finanziellen Mittel vorgesehen. Zugleich sind Bodenverbrauch und Versiegelung pro Person und Jahr in Österreich die höchsten in Europa. Die Schweiz hat ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 nur geringfügig verringert. Gleichzeitig stiegen die im Ausland verursachten Emissionen erheblich an. In der ersten parlamentarischen Debatte zur Totalrevision des Schweizer CO2-Gesetzes wurden die inländischen Reduktionsziele gestrichen und die Reduzierung der Schweizer Emissionen sollte durch Kompensation im Ausland erfolgen. Schließlich ist das Gesetz vorläufig gescheitert. Die jungen Menschen fordern zu Recht, dass sich unsere Gesellschaft ohne weiteres Zögern auf Nachhaltigkeit ausrichtet. Ohne tiefgreifenden und konsequenten Wandel ist ihre Zukunft in Gefahr. Dieser Wandel bedeutet unter anderem, wir führen mit neuem Mut und mit der notwendigen Geschwindigkeit erneuerbare Energiequellen ein. Wir setzen Energiesparmaßnahmen konsequent um. Und wir verändern unsere Ernährungs-, Mobilitäts- und Konsummuster grundlegend. Vor allem die Politik steht in der Verantwortung, zeitnah die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Insbesondere muss klimafreundliches und nachhaltiges Handeln einfach und kostengünstig werden. Klimaschädigendes Handeln hingegen unattraktiv und teuer. Zum Beispiel durch wirksame CO2-Preise, Einstellung von Subventionen für klimaschädliche Handlungen und Produkte. Effizienzvorschriften und soziale Innovationen. Eine sozial ausgewogene Verteilung von Kosten und Nutzen des Wandels ist dabei unerlässlich.
die enorme Mobilisierung der Bewegungen Fridays for Future in Deutschland und Österreich. Und Klimastreik in der Schweiz zeigt, dass die jungen Menschen die Situation verstanden haben. Ihre Forderung nach schnellem und konsequentem Handeln können wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur unterstreichen. Als Menschen, die mit wissenschaftlichem Arbeiten vertraut sind und denen die derzeitigen Entwicklungen große Sorgen bereiten, sehen wir es als unsere gesellschaftliche Verantwortung an, auf die Folgen unzureichenden Handels hinzuweisen. Nur wenn wir rasch und konsequent handeln, können wir die Erderwärmung begrenzen, das Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten aufhalten, die natürlichen Lebensgrundlagen bewahren und eine lebenswerte Zukunft für derzeit lebende und kommende Generationen gewinnen. Genau das möchten die jungen Menschen von Fridays for Future und Klimastreik erreichen. Ihnen gebührt unsere Achtung und unsere volle Unterstützung. Diese abschließenden Sätze unserer Stellungnahme vom Frühjahr 2019 sind in diesen Tagen angesichts der vielfältigen Aktivitäten für einen globalen Klimastreik weiterhin hochaktuell. Als Scientists for Future unterstützen wir die Kinder und Jugendlichen, indem wir ihnen persönlich Rede und Antwort stehen zu Klimafragen und Fragen der Nachhaltigkeit. Wir unterstützen sie, indem wir über die Machbarkeit ihrer Forderungen mit ihnen auf Augenhöhe reden. Und wir unterstützen sie, indem wir einen gesamtgesellschaftlichen Aushandlungsprozess unter Einbeziehung von Wissenschaft und Kindern fordern, den wir als Scientists for Future moderieren können. Ausgelöst durch die anhaltenden Proteste von Fridays for Future wird dem Klimaschutz und der Notwendigkeit einer umfassenden gesellschaftlichen Transformation derzeit mehr Aufmerksamkeit zuteil. Die Gründung von Scientists for Future, Parents for Future, Entrepreneurs for Future, Doctors for Future, ja, Educators for Future, Developers for Future und immer neuen Statements und Netzwerken for Future zeigt, dass der Wille zum Handeln in vielen gesellschaftlichen Gruppen vorhanden ist. Eine entsprechende langfristige politische Rahmensetzung im Sinne des 1,5-Grad-Ziels wird nicht nur begrüßt, sondern zunehmend eingefordert. Nur verbindliche Rahmenbedingungen ermöglichen Planungssicherheit. Klimafreundliche Entscheidungen beim Konsum und der Wahl des Lebensstils werden durch marktbasierte und ordnungspolitische Maßnahmen sowie die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur erst ermöglicht. Entsprechende Anreize sind auch für eine mutige Neuausrichtung von Geschäftsmodellen und Investitionsstrategien notwendig. Die Österreicherinnen und die Schweizer haben die Möglichkeit, bei den kommenden Wahlen ganz unmittelbar die Anliegen der jungen Menschen von Fridays for Future zu unterstützen. Zeigen Sie, dass Ihnen die Zukunft der Jugend ein Anliegen ist. Fordern Sie bei den nächsten Wahlen nicht Einzelprogramme, nicht Einzelprojekte, sondern ambitionierte Klimaziele in Anlehnung und zur Erreichung der Pariser Klimakonferenz. In Deutschland stellen die Diskussionen zum Klimagesetz derzeit einen wichtigen Meilenstein dar. Ein parteiübergreifender Konsens zur Verabschiedung eines ambitionierten und wirksamen Klimaschutzgesetzes ist ein wichtiges Signal dafür, dass politischen Ankündigungen jetzt auch Taten folgen, hin zu einer zukunftsfähigen, einer lebenswerten und einer enkeltauglichen solidarischen Gesellschaft.